Amazon oder Alibaba, solche E-Commerce-Gedanken, wenn man da Aktien gekauft hätte, als die noch ganz am Anfang waren. Das ist natürlich vorbei, aber davon träumt jeder Anleger. Und die Hoffnung, die hat man jetzt bei Jumia Technologies. Jumia Technologies wird nämlich gerade rumgereicht als Afrikas Amazon. Und da geht es um einen E-Commerce-Markt, der steht wirklich noch ganz am Anfang. Aber er wächst stark und es geht da auch um 1,2 Milliarden potenzielle Kunden. Und das ist heute unser Thema. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Jumia Technologies, Afrikas Amazon. Die sind an die Börse gegangen vorletzte Woche in den USA. Börsengang war ein Riesenerfolg. Nach 3 Tagen war die Aktie 200% im Plus. Da ist sie jetzt nicht mehr. Sie hat wieder ein bisschen korrigiert, aber ist ja umso besser, falls man eventuell da noch einsteigen wollen würde. Und die Idee für dieses Video, das wir heute machen, ist übrigens nicht von mir, sondern von einem Zuschauer, nämlich von Mr. Floppy. Ich selber war erst skeptisch. Ich habe befürchtet, da klicken die Leute sofort wieder weg, wenn sie das hören. Naja, also Afrikas Amazon, das wird ja immer noch blöder mit den ganzen Internetbuden. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Das kann schon alles eine Chance auch sein und deshalb machen wir den Beitrag heute doch. Dankeschön natürlich gleich mal an Mr. Floppy für den sehr guten Themenvorschlag. Wir freuen uns natürlich immer über Vorschläge von Ihnen. Ich kann nicht versprechen, dass wir es wirklich immer alles schaffen. Dafür haben wir vielleicht nicht immer die Kapazitäten. Wir geben uns Mühe. Aber die Videos sind ja jetzt auch nicht das Einzige, was wir hier fabrizieren. Wir machen ja außerdem für Sie noch die Reports, die Zukunftsmärkte-Reports. Morgen geht schon wieder einer raus, wie versprochen, zum China-Autosektor. Mit einem Marktüberblick zum chinesischen Automat und Einzelaktien, Geely, Brilliance China, BYD, Bike Motor und so weiter. Den sollten Sie natürlich lesen und den können Sie auch lesen, indem Sie sich nämlich jetzt noch schnell anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Ist auch alles völlig unverbindlich und gratis. Und was Jumia betrifft, Jumia betreibt eine Handelsplattform, ist aktiv in Afrika, wie gesagt, und zwar in 14 Ländern da, also in Südafrika natürlich, dann Nigeria. Nigeria ist ein sehr wichtiger Markt, hat fast 200 Millionen Einwohner, es wohnen ja schon um Lagos 17 Millionen Leute. Dann noch andere Länder, also Ägypten, Kenia, Marokko, Algerien, wichtige große Länder. Und was die Grafik hier zeigen soll, sie zeigt, welches Marktpotenzial man da jetzt mit dieser Präsenz abdeckt. Also 55% von der Gesamtbevölkerung, das sind 700 Millionen Menschen in diesen Ländern, in denen sie präsent sind. Und es sind auch 77% schon der Internetnutzer in Afrika. Internetnutzung in Afrika hat einen Riesensprung nach vorn gemacht, vor allem durch Smartphones. Da sind wir jetzt bei 450 Millionen schon. Aber der E-Commerce, also der Internethandel, der ist noch nicht so weit. Der Anteil vom E-Commerce am gesamten Einzelhandel liegt bei unter 1% in Afrika noch. Der ist also wirklich noch am Anfang. In China beispielsweise sind es ja schon über 20%. Das ist da wahnsinnig schnell gegangen die letzten paar Jahre. Wir können also festhalten, Internet ist schon da in Afrika, aber noch nicht der Internethandel. Und was Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, Jumia Technologies ist deutsch. Das ist eine deutsche AG. Das hängt zusammen mit Rocket Internet. Die haben da sehr früh investiert. Jumia ist von zwei Franzosen gegründet worden, 2012. Also es hat französische Gründer. Es ist eine deutsche AG. Es ist in New York gelistet.
Hauptverwaltung ist in Dubai, Technik ist in Portugal, also es ist wunderbar international alles, so dass man sich in Afrika schon langsam fragt, was ist denn überhaupt noch afrikanisch an dem Unternehmen, außer die Kunden, an deren Geld man will. Aber für die Anleger ist es natürlich erstmal ein Vorteil, die Tatsache, dass man eine deutsche AG hat und dass man in den USA gelistet ist und jetzt nicht in Lagos zum Beispiel. Jumia hat namhafte Aktionäre, auch Altaktionäre, Rocket Internet, wie gesagt, aber auch Goldman Sachs, die AXA, Mastercard, Pernod Ricard, das sind alles schon starke Investoren. Aber der wichtigste Aktionär, das ist nicht Rocket Internet, das ist die MTN Group, das ist ein afrikanischer Telekom-Konzern und das ist eine ganz interessante Sache mit denen, da komme ich nachher dann auch noch dazu. Das ist die Kursentwicklung bis jetzt. Man kann ja jetzt von einem Chartverlauf noch nicht so richtig sprechen, weil es gibt die Aktie erst seit ein paar Tagen. Und was man da jetzt auch nicht sieht, der Emissionspreis, der war bei $14,50. Von da kommt die Aktie letzten Endes. Und die ist dann aber nach oben geschossen bis auf $43. Da hat sie sich dann nicht halten können, ist dann wieder runter auf $35 erstmal. Das Ganze erstmal bei sehr hohem Umsatz. Der Umsatz geht jetzt zurück. Das ist aber normal. Also es normalisiert sich alles gerade und die Aktie ist jetzt so bei $37, aber immer noch unter hohen Schwankungen. $37 pro Aktie, dadurch haben wir einen Börsenwert momentan von ungefähr 2,9 Milliarden Dollar. Die Frage ist, wie bewertet man so ein Unternehmen? Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Marktposition anschaut und die Perspektiven in diesen Märkten und das Geschäftsmodell und ja auch den Anspruch, dass man da der große E-Commerce-Anbieter werden will in Afrika. Alles zusammen, da würde ich sagen, da sind 2,9 Milliarden Dollar noch nicht so viel. Da haben wir in dem Bereich, also bei E-Commerce-Plattformen, ganz andere Bewertungen ja normalerweise. Also ist im Grunde nicht so wild. Wenn man sich dann auf der anderen Seite aber den Ist-Zustand anschaut, da sieht es dann natürlich schon wieder anders aus. Da haben wir nämlich 4 Millionen Kunden Ende 2018, also 2017 waren es 2,5 Millionen, das ist schon ein Anstieg, aber 4 Millionen Kunden insgesamt ist relativ mager noch. Der Umsatz ist gestiegen um 39% letztes Jahr auf 131 Millionen Euro, ist auch ganz ordentlich, aber ist jetzt auch nicht explosionsartig, wie man das vielleicht erwarten würde bei so einem Unternehmen. Und was noch dazu kommt, der Verlust. Verlust war letztes Jahr bei 170 Millionen Euro. Er war damit noch ein bisschen höher als im Vorjahr und er war damit höher als der Umsatz. Was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist bei solchen Unternehmen, aber es zeigt sich schon, das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben und ich würde sogar vermuten, dass der Verlust die nächsten Jahre noch steigt, je höher der Umsatz auch steigt. Jumia ist also auf absehbare Zeit ein Kapitalvernichter. Das Unternehmen behauptet eigentlich auch gar nichts anderes. Also es geht da auch um Aufbau die nächsten Jahre, sagen die. Es geht da um die Marktposition, es geht nicht um Gewinne. Und wenn man jetzt bedenkt, also 200 Millionen Dollar haben sie eingenommen beim Börsengang, das ist gerade mal so ein Jahresverlust. Es wird da also auch mit Sicherheit neue Kapitalerhöhungen geben in absehbarer Zeit. Und bei Kapitalerhöhungen ist natürlich immer die Frage bei solchen Firmen, trägt der Markt das dann auch noch mit oder ist es eine starke Belastung dann für den Aktienkurs? Warum frisst das Unternehmen eigentlich so viel Geld? Das ist eben schwierig in Afrika. Also was man sowieso schon braucht, das ist die Bekanntheit und man muss sich etablieren, die Plattform, dann braucht man die Logistik intern, Warenwirtschaft, das hat ja auch Amazon zum Beispiel alles schaffen müssen und das kostet sehr viel Geld. Aber was da noch dazu kommt, der Unterschied ist, wenn bei Amazon jemand was gekauft hat, dann haben die es verpackt und in die Post gegeben. Und das geht in Afrika eben nicht so ohne weiteres. Die Strategie von Jumia ist da notgedrungen. Man muss eben auch die
Auslieferung selber organisieren. Man braucht Liefersysteme, die muss man selber aufbauen. Da haben wir hier zum Beispiel einen Lieferfahrer, das ist jetzt mal Essenslieferung, das machen die auch in manchen Gegenden. Jumia arbeitet da schon mit anderen zusammen, also mit Kurieren, mit Zustellern, da wo es sich anbietet. Aber am Schluss soll es doch darauf rauslaufen, dass man die Lieferstruktur selber aufbaut und Stützpunkte und Partnerschaften macht. Und wenn man E-Commerce machen will in Afrika in dem Ausmaß, dann braucht man das wohl auch und das muss dann wohl auch funktionieren. Und dann kommt doch der mobile Bezahldienst dazu, das ist auch ein wichtiges Standbein, das ist gerade in Afrika auch wichtig und zukunftsweisend. Das Ganze steht im Grunde schon, aber auch das muss am Markt noch durchgesetzt werden. Und bis sich das alles durchgesetzt hat und etabliert hat, das dauert, das frisst mit Sicherheit noch einiges an Geld. Was man auf der anderen Seite aber auch sehen muss, wenn man das Ganze mal hat, dieses flächendeckende System, wenn Jumia das hat, und das ist ja auch das Ziel, dann hat Jumia wirklich eine interessante, gute Marktposition in diesen Ländern. Und wenn diese Märkte dann wachsen sollten, wovon wir ausgehen, dann wird es für die Konkurrenten schon sehr schwer, Jumia wieder da rauszudrängen. Das ist im Grunde der Knackpunkt. Nur, man muss es durchhalten bis dahin. Und fürs Durchhalten ist wichtig, gute Investoren, gute Großaktionäre. Und da hat Jumia, wie gesagt, gute Großaktionäre und umgekehrt die Großaktionäre, die haben natürlich auch profitiert davon, dass der Börsengang jetzt so erfolgreich war. Zum Beispiel Rocket Internet, ja. Ist aber nicht mein Thema, Rocket Internet. Da gibt es hier einen anderen Beitrag auf YouTube über Jumia und Rocket Internet und zwar von meinem geschätzten Kollegen Armin Brack. Der sagt da einiges dazu und das Video blende ich hier mal ein. Das sollten Sie sich dann gleich als nächstes anschauen am besten. Worauf ich jetzt aber raus will, das ist ein anderer Großaktionär, nämlich die MTN Group. Die haben jetzt ungefähr noch 30% und seit Februar wissen wir allerdings, MTN will die Anteile verkaufen. Noch sind sie gesperrt, 6 Monate lang, aber es steht im Raum. MTN will irgendwann mal raus bei Jumia. Und da muss ich sagen, als ich das gehört habe, war ich eigentlich ein bisschen bestürzt. Weil, wenn man sowas macht, wenn man sowas plant wie Jumia, also Bezahldienste in Afrika, dann die Marktdurchdringung, wenn man da bekannt werden will auch überhaupt, dann wäre MTN der ideale Partner. MTN ist der größte Telekom-Konzern in Afrika, hat 230 Milliarden Kunden. MTN hat auch mobiles Bezahlen schon, da auch 27 Millionen Kunden. Also MTN ist der optimale Partner, der hätte Jumia in ganz Afrika reingedrückt in den Markt. Und er ist ja auch schon Großaktionär. Aber wie gesagt, MTN will raus. Man hat da schon gesagt, man wird weiter zusammenarbeiten und kooperieren. Wie das dann aussieht, weiß ich nicht. Irgendwie wird es schon weitergehen mit den beiden. Aber trotzdem, dass MTN da aussteigt, das gibt der ganzen Story schon einen gewissen Kratzer, würde ich sagen. Das ist durchaus ein Schönheitsfehler. Das hier ist übrigens von MTN der Chart auf 5 Jahre. Also wenn Sie eine Aktie in Afrika suchen und wenn Ihnen Jumia vielleicht so heiß ist, vielleicht ist dann ja MTN interessant für Sie. MTN hat auch Probleme gehabt, also Wechselkursschwankungen zum Beispiel. Das ist ein großes Problem für afrikanische Unternehmen. Aber wie gesagt, 230 Millionen Kunden, Bombenmarktposition in Afrika, MTN ist profitabel, MTN schüttet Dividende aus und hat durchaus auch Wachstumschancen, also vor allem beim Bezahldienst. Wenn es einen afrikanischen Bezahldienst geben wird, der sich da am Ende durchsetzt, dann bin ich fester Überzeugung, dass es der von MTN, nicht der von Jumia, und ich kann für Jumia nur hoffen, dass die weiter zusammenarbeiten. Aber was machen wir jetzt mit Jumia? Also unterm Strich, ich glaube, es kann am Ende was werden. Ich glaube auch, wie gesagt, der Börsenwert 2,9 Milliarden Dollar, der ist noch nicht so hoch.
was am Markt bezahlt wird für solche Firmen, das wissen Sie ja, da können die Geld verbrennen, wie Sie wollen. Aber der Weg zum Erfolg ist auf jeden Fall noch weit. Und wenn man jetzt einsteigt, dann kann das natürlich gut laufen, das kann auch kurzfristig sehr gut laufen. Aber wir wissen nicht, am Ende kriegen wir die Aktie irgendwann mal nochmal deutlich billiger. Also ich würde sagen, wenn Sie es nicht lassen können, vielleicht eine kleine Position aufbauen, aber man darf nicht enttäuscht sein, wenn das Ganze schief geht. Das Ganze ist einfach eine Wette auf das Marktsentiment für solche Aktien, nichts anderes. Eine Bewertung nach Kennzahlen ist hier nicht seriös oder beziehungsweise wenn man sie doch durchführt, dann ist die Aktie natürlich zu teuer. Muss aber nichts heißen in dem Fall, kennen Sie ja. So viel dazu und nächste Woche geht es bei uns um Gold. Wieder mal, beziehungsweise diesmal um den Goldstandard, also um ein Währungssystem, bei der die Geldmenge durch Gold gedeckt ist. Und zu diesem ganzen Themenkomplex gibt es auch jede Menge neue, wilde Theorien und das behandeln wir nächste Woche. Und sei denn, es kommt irgendwas ganz anderes, ganz Aktuelles dazwischen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie da wieder dabei sind bei diesem völlig anderen Thema. Und wenn Sie ganz sicher dabei sein wollen, dann ist es natürlich am besten Kanal abonnieren, beim Anmelden Glocke drücken. Dann sehen Sie sofort, aha, jetzt ist das neue Goldvideo auch da. Und nicht vergessen, anmelden natürlich auch noch jetzt schnell für den Zukunftsmärkte-Report. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Video. In diesem Sinne, es bleibt spannend an den Börsen. Es gibt immer spannende Aktien, gerade die einen Bezug haben zu den schnell wachsenden Schwellenländern. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich fürs Zuschauen.